Der argentinische Präsident Mauricio Macri hat die Kirchner-Ära beendet und ist jetzt seit kurzem im Amt. Was ist Ihr Eindruck? Wie setzt er den angekündigten politischen Kurswechsel um? Er macht nichts, was er nicht vorher angekündigt hat im Wahlkampf. Der Wahlkampf in Argentinien war sehr lang, also über ein Jahr. Und die Präsidentschaftskandidaten standen auch noch viel länger fest. Aber er hat eine 180-Grad-Wende, kann man sagen, eingeleitet. Er hat die künstlichen Wechselkurse aufgehoben. Er hat den Politikstil verändert. Es gibt wieder Pressekonferenzen, es gibt Kabinettssitzungen. Es gab schon eine ganze Menge Entscheidungen, die Institutionen, die demokratischen Institutionen betreffen. Also er hat die Kommunikationsabteilung, die Medien nahezu drangsaliert hat in der Vergangenheit, die hat er in ein Kommunikationsministerium umgewandelt, das sich gerade nicht darum kümmern soll, die Medien zu drangsalieren, sondern für Pressefreiheit zu sorgen. Er regiert mit seinem Kabinett jetzt doch sehr deutlich durch, streckt aber die Arme aus. Er nimmt seine ehemaligen Konkurrenten, Kontrahenten um die Präsidentschaft durchaus mit ins Boot, mit Sergio Massa, einem oppositionellen Peronisten, damals Gegner von Cristina Kirchner, fährt er jetzt nach Davos. Es wird ganz stark der Demokratieaspekt und die Zuverlässigkeit, die Funktionsfähigkeit demokratischer Institutionen betont. Macris wichtigste politische Ziele sind ein Ende von Armut und Drogenhandel und den Zusammenhalt der Argentinier zu stärken. Wie will er das schaffen? Armutsbekämpfung ganz wichtig. Die Wirtschaft ist seit Jahren in der Rezession. Es gab ganz viele populistische Subventionen. Die hat Macri auch ziemlich schnell abgeschafft zum großen Teil und ersetzt auf Arbeitsplätze, Abschaffung des Protektionismus, dass der große, wichtige Agrarsektor auch wieder exportieren kann, dass Argentinien sich wieder verbindet mit der Welt. Und er denkt schon, und das Argentinien war schon immer ein gutes Investitionsland, aber dafür braucht es eben Rechtssicherheit und all diese Dinge will er bereitstellen. Und was die argentinische Gesellschaft angeht, da muss ich sagen, da hat er eine große Aufgabe vor sich, denn dieser Kirchnerismus hat die Argentinier gespalten. Und es gab viele Hinweise darauf, dass Familien an der Politik zumindest eine Zeit lang zerbrochen sind. Und ich finde, da macht er, also nicht er nur, aber seine Leute, seine Regierung macht da also einen sehr großen Schritt auf die Argentinier zu, dass sie wieder zusammenkommen. Argentinien will unter Macri eine offensivere Klimapolitik und sogar das 1,5-Grad-Ziel anstreben. Vor welchen Herausforderungen steht Macris Regierung bei der Umsetzung dieses Ziels? Also eine große Voraussetzung ist, dass das internationale Know-how fehlt. Man steht an der Seite des Westens, es wird mit großen Augen geguckt, was Deutschland macht. Das gilt in der Hinsicht auch als Vorbild. Argentinien, wenn man dieses Land, diese Weite sich anschaut, ist 8-mal größer als Deutschland. Aber es scheint die Sonne eigentlich täglich, es weht der Wind, es gibt Wasserkraft und trotzdem gab es da in der Vergangenheit einigermaßen unübersichtliche Verträge mit dem Iran und auch mit Russland für Energieimporte, mit Venezuela. Jetzt gibt es gerade einen Streit, dass man Bolivien so und so viele Zahlungen für Erdgas schuldet. Man braucht so oder so Infrastruktur in allen Bereichen, denn darin wurde nicht investiert in den vergangenen Jahren. Und dort dann eben auf die erneuerbaren Energien zu setzen und hoffentlich auch mit Hilfe aus Europa, das ist ein großes Ziel. Und die Personen, die er da in seiner Regierung dafür verantwortlich gemacht hat, also gerade auch in der Person des Umweltministers, die sprechen schon dafür, dass man an großen Schritten vorangeht und auch eine Vorreiterposition in Lateinamerika einnimmt. Das Interesse an dem aus Argentinien stammenden Papst Franziskus scheint derzeit zu sinken. In 2015 kamen nur halb so viele Besucher in den Vatikan wie ein Jahr zuvor. Sinkt die Anziehungskraft von Franziskus auch in seinem Heimatland? Er ist in Argentinien absolut ein Superstar. Die Pilgerungen sind voll, also man pilgert. Die Kirchen sind auch groß voll. Es gibt Stadtrundgänge zu Franziskus. Man schaut sich seine Wirkstätten an. Und er bereist ja auch Lateinamerika in diesem Jahr wieder. Und er hatte auch durchaus eine kritische Rolle in dem Wahljahr. Also er hat die Cristina Kirchner mehrmals empfangen. Ich denke, in Lateinamerika wird er seiner Rolle weiterhin gerecht. Und ist eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson. Frau Wesemann, vielen Dank für das Interview. Gern geschehen.